Hey, Dennis Gore hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin-Informant-Show Nummer 112, heute am 8. Juni 2017. Und ich habe natürlich wieder ein paar spannende Themen mitgebracht für euch. Zum einen geht es um Bitcoin-Mining bzw. um Altcoin-Mining von AMD und Nvidia-Grafikkarten. Dann um Coinbase, die 1 Milliarde einsammeln wollen. Und um die Zukunft im Kryptowährungsmarkt. Wo liegt diese? Hier im Westen oder doch eher in Asien. Und ich würde sagen, bevor wir heute mit dem Preis beginnen, ich habe gestern und vorgestern wirklich ein paar Anfragen bekommen. Der eine oder andere kennt es schon. Mein T-Shirt, ja, im Bitcoin We Trust. Ich habe einen kleinen Shop jetzt eröffnet, wo ihr ja das ein oder andere Design euch bestellen könnt. Das findet ihr unter www.bitcoin-informant.de auf meinem Blog /Shop, ja. Ich werde den Link auf meinem Blog nochmal veröffentlichen und später auch hier in der Beschreibung vom Video beziehungsweise in den Kommentaren. Und ja, würde ich sagen, starten wir, also fleißig T-Shirts bestellen. Ich trage gerne T-Shirts, weil damit kommt man auch immer schnell ins Gespräch. Aber kommen wir zum ersten Thema. Das ist der Preis aktuell bei 2770, das Hoch der letzten 24 Stunden. Ja, da waren wir schon ein bisschen mehr bei 2864. Ja, wir sind auf einem hohen Niveau, aber puh, die 3000, die sind noch ein bisschen entfernt. Mal gucken, vielleicht knacken wir sie bald oder noch nicht. Ja, aber kommen wir zum ersten Thema von Bitcoin.com, news.bitcoin.com, AMD und Nvidia gehen ins Mining-Business rein. Und Grafikkartenhersteller AMD und Nvidia, viele kennen sie ja, werden jetzt oder planen, Karten fürs Cryptocurrency, Kryptowährungs-Mining zu launchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon passiert ist oder nicht. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, diese Grafikkarten wurden extremst gekauft. Also die Nachfrage ist extrem hoch und es gibt da wohl schon Lieferengpässe. Ja, denn die Grafikkarten, wie sie heißen, ich bin kein Experte, was das Mining angeht. Also auf jeden Fall, früher war es so, dass man mit Grafikkarten auch Bitcoins minen konnte. Ja, das ist heute jetzt nicht mehr der Fall. Heute sind das diese, wie heißen die Dinger, ASICs, ja, ich weiß jetzt nicht, wofür die Abkürzung steht, Application Specific Integrated Circuits, damit werden jetzt gerade Bitcoins gemeint, also nicht mit den Grafikkarten, aber mit den Grafikkarten kann man natürlich Altcoins minen und diese neuen Grafikkarten, die werden halt, kein Gaming supporten, so wie es aussieht, haben nur eine 90-Tage-Garantie. Und diese große Nachfrage bringt auch die Aktien dieser Unternehmen weiter hoch. Alleine AMD hat 7% Kursgewinn gehabt am Dienstag. Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall sind die Grafikkarten nicht fürs Bitcoin-Mining. Früher war es halt so, wie gesagt. Aber heute machen die das mit Bitcoin über die ASICs. Und was interessant ist, ist einfach, dass diese beiden großen Hersteller wirklich spezifisch Grafikkarten fürs Mining entwickeln und da man die nicht fürs Bitcoin-Mining benutzen kann, ist es ja ganz targetiert auf das Altcoin-Mining. Ja, welche Coins man damit minen kann, hey, keine Ahnung, ich bin ja kein Experte, was das Mining angeht. Aber ich finde es spannend, dass so große Unternehmen in den Altcoin-Markt letztendlich so große Hoffnungen setzen und speziell für das Altcoin-Mining Grafikkarten entwickeln. Also es scheint so, dass sie hier eine große Zukunft auch im Altcoin-Mining-Markt sehen. Und auch ich finde das sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, dass diese Unternehmen das jetzt machen. Bestärkt natürlich auch nochmal den ganzen Run auf die Altcoins. So, dann haben wir einen schönen Artikel hier von Coinbase bzw. Cointelegraph. Coinbase ist ein Unternehmen aus den USA, die wollen weiter expandieren und brauchen 1 Milliarde oder wollen 1 Milliarde von Investoren einsammeln. Also schon eine ordentliche Summe. Und wir alle wissen es, die Preise gehen immer weiter hoch. Und die Firma Coinbase hat auch ein großes, großes Wachstum hinter sich. Ja. Alleine in den letzten 30 Tagen wurden 400.000 neue Nutzer bei Coinbase hinzugefügt oder sind dazugekommen. Also wirklich schon eine große, große Nummer. Und die wollen halt jetzt 1 Milliarde einnehmen, um halt weiter zu expandieren in andere Bereiche. Und eine Sache ist klar auf jeden Fall,
der Brian Armstrong, er sagt, wir wollen auch aus dem mehr, jetzt nicht nur in Bitcoin, sondern auch in die Altcoins mehr rein. Aber er sagt auch, hey, es ist unglaublich schwer, diese Kryptowährungen, digitale Währungen einfach ja, vorauszuplanen, weil es sind so gravierende Änderungen und so schnelle Änderungen, dass man wirklich da nicht das Große planen kann. Aber sie wollen auf jeden Fall eine führende Rolle einnehmen als Unternehmen in der Bitcoin- und digitalen Industrie, Kryptowährungsindustrie für alle Kryptowährungen. Ja, sehr, sehr spannend, was da abgeht. Dann natürlich ist die Frage, wo liegt die Zukunft im Bitcoin, im Kryptowährungsmarkt? Ich weiß es, im Moment ist es so, in Deutschland liegt sie nicht. Ja, Deutschland ist mehr oder weniger ein Schlusslicht. Ja, ich bin froh, dass ich hier wenigstens ein paar Leute begeistern kann hier für dieses Thema. Und ihr müsst natürlich mitarbeiten, mir das Video liken, ihr müsst das Video teilen, um mehr Menschen hier für dieses Thema zu begreifen. Ich bin da euch mega dankbar dafür. Und die Frage ist halt, wo liegt die Zukunft? Hier dieser Artikel von Bitcoin.com, er sagt, die Zukunft liegt ganz klar in Asien, in China, ja, in China, Japan, Südkorea, Indien, das sind da die Länder, wo es wirklich abgeht, wo die Bitcoin-Adoption in unglaublich groß ist, wo der Einfluss von Bitcoin-Kryptowährung immer weiter gewinnt. Ja. Japan hat Bitcoin legalisiert, es wird demnächst in 300.000 Shops möglich sein, per Bitcoin zu bezahlen. In Südkorea zahlt man einen richtig fetten Premium für den Bitcoin, also hier steht über $1000 mehr als in den USA. Ja, weil es halt da unglaublich viele Leute gibt, die einfach da rein wollen. Und auch in Indien wird die Nachfrage nach Bitcoin immer größer. Warum? Wir haben in Indien das größte Experiment der Geschichte gesehen, wo die Bank einfach gesagt hat, hey Leute, eure großen Geldscheine sind ab morgen wertlos. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Ja, und deswegen gibt es natürlich jetzt auch da in Indien immer mehr Nachfrage für das Thema Bitcoin, weil da kann keiner sagen, hey, dein Bitcoin ist jetzt wertlos. Klar kann das passieren, dass der Bitcoin wertlos ist, aber wie hoch stehen die Chancen? Also ich sehe das im Moment nicht so wahrscheinlich an, dass der Bitcoin mal wertlos ist. Klar, alles ist denkbar, aber ich denke, wir werden da eine sehr positive Zukunft sehen. Ja? Also, was haben wir sonst noch hier? Ja, dieser Artikel schreibt auf jeden Fall, die asiatischen Märkte werden den Kryptowährungsmarkt dominieren. Sie tun sowieso schon, 90% der Transaktionen laufen so oder so schon in China. Ja, und ich glaube auch, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird, dass gerade Länder, wo halt Menschen nicht so einen Zugang zu Banken und in diesem ganzen Geldsystem haben, Finanzsystem, dass dort der Bitcoin einfach als Lösung sich viel, viel schneller etablieren wird, genau wie andere Kryptowährungen auch. Ja, und dass wir dann später irgendwann hier in Deutschland als Schlusslicht dastehen. Aber gut, es ist unsere Aufgabe auch hier, das weiter zu verbreiten, weil wir brauchen nicht darauf zu hoffen, dass der Staat irgendwas macht, dass die Regierung irgendwas macht. Ganz ehrlich, scheiß auf die, ja, wenn ich so krass sagen kann, denn Bitcoin ist ein freies System. Jeder kann für sich entscheiden. Hey, ich akzeptiere jetzt Bitcoins in meinem Laden. Hey, ich möchte jetzt Bitcoins nutzen. Ja, ich möchte meinen Freund in Bitcoin bezahlen oder was auch immer. Da brauchst du niemanden zu fragen. Ja, und das ist das Geile an diesem Ökosystem. Ja, eine Permission free, also du brauchst hier niemanden zu fragen um Erlaubnis oder das, darf ich hier ein Konto eröffnen, wollen die irgendwas von dir sehen, dein Einkommen? Nein, du nimmst dein Handy in die Hand, du machst ein Bitcoin-Wallet und du bist dabei. So einfach geht das und je mehr Leute dabei sind, desto besser. Also, kommen wir zum Schluss zum CoinMarketCap. Ja, Bitcoin steht bei 2777 gerade, 1% verloren in den letzten 24 Stunden, Ethereum hat sich auch nichts getan, steht bei $260, unglaublich. Der Ripple bei 28 Cent. Ja, heute wieder ein paar Währungen, die gut im Minus sind. Stratis hat ja einen guten Run gehabt. Heute wieder 15% im Minus. Bitcoin 23% im Plus. Auch sehr, sehr interessant. Und was haben wir noch hier an großer Bewegung? Wo geht es groß hoch? Wenn wir uns mal angucken, wer hat denn am meisten zugelegt? Das ist der Vericoin in den letzten 24 Stunden knapp 50%. Ja, nicht schlecht. Ja, was sich da tut. Aber in den Top 10 Währungen ist es auf jeden Fall so, ja, dass wir ein bisschen Minus sehen heute, aber ich denke, so ist es. Es geht rauf, es geht runter. Also Leute, ich bin raus. Teilt dieses Video mit euren Freunden, wenn ihr wollt, dass auch sie sich für das Thema Bitcoin interessieren. Denn diejenigen, die es nicht machen, sich für Bitcoin und Kryptowährungen interessieren, die werden in 10 Jahren wirklich sich denken, Mann, wäre ich doch besser mal
eingestehen, hätte ich doch besser mal auf meinen Kollegen gehört. Ja, ihr alle kennt es, hätte Fahrradkette. Ja, ich weiß auch noch, als mir Bitcoin das erste Mal vorgestellt wurde, ich glaube, da lag er bei 6 oder 7 Dollar. Ich habe es beiläufig irgendwo mitbekommen, habe es total weggetan. Ich habe es kurz recherchiert, dachte, was, 6, 7, 8 Dollar oder wo er stand, der war mal Cents wert. Das ist so eine krasse Steigerung, das Ding kann nicht weiter nach oben gehen. Und ich sehe immer wieder Leute, die sagen, ja, soll ich noch ein bisschen warten? Vielleicht fällt der Preis mal wieder und so weiter. Leute, nicht warten, starten, holt euch Bitcoins, holt euch Kryptowährungen, befasst euch damit und seid mit dabei in dieser Geschichte, denn es wird unser aller Leben mittelfristig extrem verändern. Also, ich bin raus, sag wie immer, mache Dude, schwenk den Hut, ihr wisst Bescheid, hey, checkt aus meinen Shop, ja, bitcoininformant.de/shop, ich poste den Link gleich nochmal, da gibt es ja jetzt ein paar T-Shirts von mir, demnächst kommen noch ein paar neue, coole Designs dazu und ich würde sagen, ich bin raus. Und ihr wisst Bescheid, in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!